2 des Roadtrips. Unser erster Stop war nur 10 Minuten zu fahren von unserem Motel in Monterey. Wir sind jetzt in Carmel by the Sea. Macht schon mal einen guten Eindruck. Das Wetter spielt allerdings nicht mit, aber das können wir jetzt auch nicht ändern. Blick auf die Steilküste. Einfach anhalten und anschauen. Kurz, na, sagen wir mal 50 Meilen von unserem Ziel, unserem Tagesziel entfernt. Hier gibt es Seeelefanten, die sind aber die ganze Küste hier entlang, aber die haben wohl extra hier einen Spot für die Menschen eingerichtet, dass die Elefanten nicht quasi an der kompletten Küste gestört werden. Zeigen wir euch mal. Leider hat es nicht so geklappt, wie wir uns das vorgestellt hatten mit dem Mittagessen. Wir haben uns ja einen Campingstove halt gekauft und haben uns Eier und Speck gekauft und wollten die irgendwo machen, aber es gibt keine Parkplätze mit Tischen und Stühlen, ohne dass man da 10 Dollar für bezahlen muss. Und das haben wir nicht eingesehen. Das war nix und dafür ist Cookies. Wir sind gerade voll im Saloon Wild West Fieber, weil wir gerade so eine Serie gucken. Deadwood. Wir
sind in San Luis Obispo und hier gibt es die Bubblegum Alley. Das ist eine schmale Straße mit ein paar tausend Kaugummis. Wir werden uns hier jetzt auch mal noch verewigen. Ih, das klebt ja auch auf dem Boden. Oh, und es riecht voll hier. Es klebt überall. Wir waren ja gerade in der Bubblegum Alley und direkt nebendran ist eine richtig coole Bar, die wir gesehen haben, und man holt sich hier zwei Bändchen an der Kasse und dann kann man hier selbst sein Bier zapfen an 36 Zapfhähnen und bezahlt dann später. Gefährlich, aber gut. Das werden wir jetzt mal tun. Fails in Heaven. Wir haben gerade gesehen, es gibt da hinten eine Tafel, wo verschiedene Leute Blends vorgeschlagen haben. Also das heißt, du holst dir ein Glas und mixt verschiedene zusammen. Und die gut ankamen, die stehen da auf der Tafel.